Gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt. Aber es ist der? Richtig, das ist der Stiftshauptmann. Und der hat ja was. Ja, genau. Der Stiftshauptmann war mal da oben auf diesem Schloss mit der Äbtissin. Und der Stiftshauptmann hat euch mal so eine ganz kleine Geschichte heute mitgebracht. So eine kleine Geschichte vom Stiftsbrötchen. Habt ihr die schon mal gehört? Nee, wa? Ja, dann werden wir sie euch mal vorlesen. Also, vor langer Zeit lebt auf dem Schloss die Quedlinburger Äbtissin. Und diese Quedlin hat etwas eingeführt, was eigentlich heute noch so viele, viele Kinder kennen. Und ich weiß ja, ihr nascht ja immer alle ganz gerne. Vor allem in der Vorweihnachtszeit, stimmt's? Ja. Ist immer schön zu naschen. Ja, und da es gab jedenfalls in den Gassen auch Menschen, die waren nicht ganz so vermögend. Und diese Kinder konnten sich da nicht so viel Süßigkeiten leisten und nicht so viel Gebäck leisten. Und die wohnten in der Hölle und in der Pölle und im Stieg. Kennen die Quedlinburger Kinder die Gassen? Na, das glaube ich schon, dass er die kennt, ne? So. Und dann gab es einen Stiftshauptmann und ihr seht ja, der war so ein bisschen vornehmer, der hatte auch Kinder. Und der konnte natürlich dann auch seinen Kindern ein bisschen Gebäck geben. Und eines Tages hat ja der Äbtissin berichtet, dass die anderen Kinder auch gerne mal etwas Süßes essen möchten. Da hat die Äbtissin dann zum vierten Advent eingeführt, dass ständig dort die Kinder auf das Schloss durften. Und dann hat sie ihren Hofbäckermeister den Befehl gegeben, für jedes Kind ein leckeres Gebäck zu backen. Das hat sich dann so umgesetzt. Und so ist das Quedlstiftsbrötchen entstanden. Vor langer, langer Zeit. Wisst ihr, was ich jetzt geholt habe? Ich habe von der Äbtissin nochmal Stiftsbrötchen geholt. Oh. Und die bringe ich euch jetzt mal. Und da dürft ihr euch alle eins runternehmen. Wollen wir das so machen? Ja, ich glaube. Dann machen wir das so. So, guck mal, extra eingepackt. Ja, überall.